Moin, moin und hallo. Da sind wir wieder zur Miniaturfragerunde und diesmal soll es noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Contrast Paint gehen, weil dazu gibt es halt immer wieder Fragen. Das ist halt auch das Thema, was so, wenn man so in den Miniaturmalergruppen ist, halt übel aufgestoßen ist in der letzten Zeit, und das ist halt dieses Contrast Paint. Also, wir haben ja schon mal in dem Farbvideo da einen kurzen Abriss drüber gemacht. Ich habe es jetzt hier, ich male auch damit, aber ich male nicht so damit, wie es von GW beworben wird. Und ich finde es halt tatsächlich auch ein bisschen unglücklich, wie GW das so bewirbt. Und zwar sagen die ja, es ist halt die Einstiegsfarbe. Hol dir die halt zum Einstieg und dann ratzfatz hast du die ganzen Miniaturen fertig. Und das finde ich halt, also ich habe in diesem anderen Farbvideo schon mal gesagt, man soll halt daran gehen, will ich jetzt nur malen, damit ich meine Figuren schnell fertig habe, damit ich irgendwie in Lords of Hellas, das male ich dann 2 Wochenenden mit Contrast Paint an, zack, 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 dann kann ich das game und dann kommt die Farbe, schmeiße ich weg oder die stelle ich in eine Ecke und dann ist mir das egal, Hauptsache meine Figuren sind schnell fertig. Ja, dann holt euch dafür Contrast. Willst Oder wollt ihr aber so, ich sag jetzt mal, professioneller malen und ein bisschen tiefer in das Hobby einsteigen, dann lasst wirklich halt erstmal die Finger von Contrast. Das ist dann was, wo man dann später als Fortgeschrittener zurückkommen kann und sich das nochmal anschauen kann, weil für manche Bereiche ist es tatsächlich ganz gut und das ist halt das, was ich meinte. Ich finde das ein bisschen doof. GW verkauft diese Contrast so ein bisschen so als der Werkzeugkasten. Also da ist halt alles drin, was ihr braucht. Wenn ihr diesen Werkzeugkasten habt, dann könnt ihr alles in eurem Haus reparieren und sonst was und Bretter sägen und könnt die komplette Renovierung machen. Tatsächlich ist es aber halt so, dass Contrast nur ein Werkzeug aus diesem Werkzeugkasten ist, was weiß ich jetzt zum Beispiel Schraubenzieher, der kann halt gut Schrauben ziehen, der kann zur Not auch mal einen Nagel ins Brett hauen, aber das war es halt auch. Und das ist halt tatsächlich ein bisschen unglücklich, weil das, was es macht, kann es halt ganz gut, aber es ist halt nicht diese Allgemeinlösung. Also es ist halt nicht die Wollmilchsau, es ist halt auch nur eine Farbe in der Welt der ganzen Farben. So, dann wollte ich euch mal zeigen, wo ich das zum Beispiel eingesetzt habe. Eins der neueren Figuren, die hatte ich ja auch gepostet, ist halt hier der Wolf. Und ich setze Contrast Paint so ein, dass ich da versuche, nur eine Fläche mitzumachen. Und hier war jetzt das Beispiel, diese ganzen organischen Strukturen, die sind recht tief in der Figur und dann bin ich halt hingegangen und bin da mit rotem Contrast Paint rein, also hier mit dem Flash Tears Red und habe halt erstmal diesen ganzen Bereich, den ich halt so fleischig haben wollte, habe ich halt rot gemacht. Und das läuft dann schön rein. Das sind hier sehr tiefe Vertiefungen, dass es auch da schön drin bleibt, dass es sich da drin festsetzt und dass es da den ersten Kontrast macht. Und es ist halt genau das. Es ist halt der erste Kontrast. Also klar bin ich dann noch mit anderen Farben später rübergegangen. Ich habe noch die Flächen nochmal nachgeschadet mit Rot. Ich habe pinke Highlights reingemacht. Ich habe später hier so einen Bluteffekt reingemacht. Ich sehe halt Contrast halt auch so als eine andere Basefarbe, die halt schon mal so ein bisschen was mitbringt, so ein bisschen schon mal Highlights setzt. Aber man muss halt darauf aufpassen, ihr müsst das auf sehr stark strukturierte Flächen auftragen, weil sonst weiß das Contrast nicht, wo es hin soll. Also jetzt zum Beispiel hier, habt ihr mal schon mal gesehen. Da habe ich ja nur den Handschuh mitgemacht. Contrast wäre jetzt völlig ungeeignet, wie hier für diese Kopfflächen. Zum Beispiel, die ist sehr, sehr gerade. Und das Problem mit dem Contrast ist halt, wenn es halt nicht weiß, wo es hin soll, dann trocknet das halt einfach mitten auf der Fläche aus und dann habt ihr da so hässliche Farbflecken mitten auf der Mitte, weil es halt nicht weiß, wo es hin kann. Es setzt sich dann hier in die Ecken und dann würde hier das dann wieder austrocknen. Und das ist dann halt auch schon eins der Probleme. Wenn ihr Contrast benutzt, dann solltet ihr das babysitten tatsächlich. Also nicht Truppe, 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 sondern wenn ihr halt eine größere Fläche habt,
Da müsst ihr halt das auftragen und das ist halt das Problem, dass es halt auch dick aufgetragen werden muss. Und dann müsst ihr tatsächlich ein bisschen dabei bleiben und gucken, dass es halt nicht diese Pools macht, die dann austrocknet, sondern halt immer wieder streichen. Und guckt, dass das auch nicht so an der Figur runterläuft und diese hässlichen Striemen macht, weil das ist ein weiterer großer Fehler oder großes Problem bei Contrast Paint, das Korrigieren. Weil es ist ja ganz normal, wenn man anfängt mit Miniaturmalen, da muss man halt auch mal was korrigieren. Da läuft mal was rüber und so. Das Problem bei den Contrast-Farben ist jetzt halt, ich schmier das hier irgendwo drüber. Dann läuft das über eine andere Fläche oder das trocknet hier das Gulliman-Fläschchen mit einem dicken Fleck aus. Und ja, was mache ich dann? Normalerweise kann ich mir halt meinen Base-Ton wieder nehmen, kann halt sagen so, jo, das streiche ich dann halt nochmal über oder das bessere ich nochmal aus, mache nochmal Shade, dann ist das repariert. Und bei den Tönen ist es ja tatsächlich so, das kommt ja ohne Korrekturton. Das heißt, ihr müsst im Miniaturmalen schon wieder so weit sein, dass ihr euch einen Korrekturton anmischen könnt, dass ihr jetzt hingehen könnt und sagt so, okay, das Highlight, das ist jetzt das und das. Die Farbe so ein bisschen, das mische ich mir jetzt an und kann das damit korrigieren. Und das ist ja bei Anfängern eher weniger, dass die jetzt sagen so, okay, das ist jetzt genau der Ton. Deswegen ist das extrem schlecht. Und ich wollte euch da mal so ein bisschen was erzählen. Mit dem Marcel in der Community, da hatte ich ja letztens schon gesagt, oh, da habe ich eine Message gekriegt, da gucke ich gleich rein, weil der hatte am Wochenende experimentiert mit Gulliman, Flash und seinen Kingdom des Monster Figuren. Und zwar wollte der die Survivor damit machen und hat gesagt, ja, er hasst es ja, Haut zu malen und er macht das jetzt einfach mal. Und dann war ich schon so ein bisschen kritisch und dann war es halt tatsächlich so, dann hat das draufgeschmiert und es sah halt scheiße aus. Und dann hat er mich so gefragt, so, ja, mit den Färben und so, das ist ja im Moment ein bisschen schlecht wegen dem Sterilium. Und er hat sie dann letztendlich übersprayt wieder mit Primer. Das ging auch. Also die Contrast scheinen so dünn zu sein, dass man da ohne Problem drüber sprühen kann und nochmal malen kann, ohne dass bei der Figur selber was verloren geht. Also das ging tatsächlich. Und dann hatte er nochmal einen Test gestartet, hatte sich nochmal eine Spartakus-Figur genommen, hatte da nochmal ein bisschen mit den Tönen rumprobiert. Und ja, dann bei den Spartakus-Figuren sah es dann tatsächlich ganz gut aus. Er hat mir auch mal Fotos geschickt und ein Video gemacht. Und dann hat er gesagt, so ja, er verdünnt das jetzt so ein bisschen. Also es gibt ja so ein Technical Medium für die Contrast Paints. Dann ist das nicht so stark und dann versucht er das jetzt nochmal auf seinen Kingdom des Monster-Figuren. Tja, und was soll ich sagen? Also, ich hoffe, der Marcel ist mir jetzt auch nicht böse. Es sah halt wieder komplett beschissen aus. Also, dieses Contrast Paint kommt halt nicht mit Flächen zurecht. Ich habe euch das jetzt beispielsweise mal rausgesucht. Das ist natürlich nicht Contrast Paint. Das ist jetzt eine Tainted Grail-Figur. Contrast Paint scheint nicht mit diesen sehr feinen Details zurechtzukommen. Das heißt, das braucht schöne, tiefe Flächen, wo es sich halt reinziehen kann. Also jetzt hier zum Beispiel die Grundfarbe habe ich halt auch mit dem roten Contrast gemacht. Das braucht schöne, tiefe Flächen, wo es sich reinsetzen kann. Da muss viel tiefe Struktur sein. Dann geht das. Und das war halt das Problem bei den Spartakus-Figuren. Die waren halt nicht so schön und nicht so detailliert, aber die Details, die sie hatten, die waren halt recht tief, deswegen ging das da. Und als er das dann auf die Kingdom des Monster Figur gemacht hat, wo halt wirklich die ganzen Muskelpartien sehr fein strukturiert sind, ähnlich hier wie bei der Tainted Grail, dann sah das extrem beschissen aus. Und der Marcel ist jetzt gerade so ein bisschen dabei, das jetzt wieder zu reparieren, dass er versucht ha zu highlighten mit Elfflash und so. Dann hat das aber tatsächlich komplett diesen, dann bist du schnell fertig mit den Figuren-Effekt ja verloren, wenn du nur noch mit Reparieren beschäftigt bist. Also seid da vorsichtig, tatsächlich bei großen Flächen und bei Flächen, die sehr glatt sind, also Haut neigt ja auch dazu, glatt zu sein, und bei Flächen, die halt wenig Struktur haben. Ja, und hier hatte ich ja auch schon mal erzählt, das war halt tatsächlich so, dass ich da nur, dass das halt nur ein Teil ist. Das heißt, ich habe immer nur diese Handschuhe gemacht von den Mäusen.
Und ich setze das dann halt auch tatsächlich so ein. Also entweder halt als Base-Ton, wo es noch keine andere Farbe gibt. Wenn es dann rüberläuft, dann ist es nicht schlimm. Dann habe ich mit dem Braun drüber gemalt. Dann ist das alles schön sauber. Also mit einem normalen Braun, nicht mit dem Contrast-Braun. Und hier war es halt auch wirklich so, dass ich das Fell und die Finger noch nicht angemalt hatte. Und dann gesagt habe, ja gut, hier ist schöne Struktur. Das ist eine schöne kleine Fläche. Das kann ich kontrollieren. Habe halt schnell die Contrast drüber gemacht. Das, was halt rübergelaufen ist, konnte ich halt später reparieren, indem ich halt einfach mit den Basstönen wieder rübergegangen bin von den Flächen und habe das dann halt auch so gelassen. Und das ist jetzt auch nicht so der Main-Fokus von der Figur. Also keiner geht halt hin und sagt so, oh, Handschuh, sondern man guckt halt erstmal so ins Gesicht und so. Und da integriert sich das halt auch so ein bisschen rein. Das heißt, so für kleine, strukturierte Details könnt ihr das machen. Wenn ihr die Flächen drumherum noch nicht bemalt habt, dann könnt ihr das auch relativ gut korrigieren. Und also gerade für Klamotten finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen fleckig ist. Wo es natürlich wirklich unglücklich ist, ist halt Haut. Weil wenn Haut fleckig aussieht, das sieht halt komplett unnatürlich aus. Generell habe ich bessere Erfahrungen gemacht mit dunkleren Contrast Paints. Und tatsächlich so als Base Coat, wo man dann später noch mit anderen Farben rangeht, wo man nochmal shadet, wo man nochmal einen Drybrush drüber macht, wo man nochmal so verschiedene Elemente reinmacht. Und halt, also für diese Zombie-Figuren, wo es halt eh, ich sag jetzt mal, ein bisschen unordentlicher sind, die Flächen, da geht das dann tatsächlich ganz gut. Da habt ihr dann einen Schritt gespart. Aber ich würde halt niemals hingehen und eine Figur komplett mit Contrast anmalen. Das könnt ihr vielleicht machen bei so Truppen, wenn ihr jetzt zum Beispiel so Wasserelementare habt oder so, also die halt wieder klein und stark strukturiert sind und die jetzt vielleicht auch nicht gerade der Center-Focus von dem Boardgame sind, also so bei kleinen Truppen oder so. Also so bei Heldenfiguren würde ich tatsächlich dann davon ein bisschen Abstand nehmen, außer jetzt halt wirklich diesen Basecode. So, dann wollte ich euch nur noch mal schnell zeigen. Wir hatten ja kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass ich ja gesagt habe, wenn ihr nur alles mit Contrast malt, dann lernt ihr natürlich auch so manche Methoden nicht. Und da hatten wir schon mal ein bisschen über das Layering geredet, was man ja braucht, und das Highlighten. Und ich wollte euch jetzt nur noch mal kurz zeigen, was ich auch damit meine, und das ist dieses Nicht-Highlighten. Und hier ist es jetzt natürlich ein bisschen schlecht, weil hier das Licht so drauf kommt, und zwar ist das die Wolf Woman von der neuen Blood Rage Erweiterung. Und da fand ich tatsächlich extrem hässlich, wie hier die Brüste modelliert sind. Weil es ist so typisch so, Modellierer setzt sich hin, macht halt eine Kugel aus Modellierzeug, schneidet das in der Mitte durch, klebt das an eine Figur und sagt halt, ja, Brüste. Und genauso sah es halt auch aus. Das heißt, ich fand das relativ doof. Und ich bin halt dann tatsächlich hingegangen und habe es halt nicht gehighlightet. Das heißt, wenn man das jetzt ein bisschen auf Abstand sieht und nicht mit effektivem Licht, meine Meerschweinchen haben auch was dazu zu sagen, wie ihr gerade hört, dann kann man halt auch tatsächlich hingehen und das so ein bisschen verstecken, indem man das halt nicht highlightet und das dann so ein bisschen in der Figur verschwindet und dass man dann das gar nicht mehr so auffällig ist. Also auch praktisch, ihr könnt Sachen oder Details, die euch nicht so gut gefallen, mit ein bisschen Übung auch sehr gut verstecken. Und das geht jetzt zum Beispiel nicht bei Contrast, weil das würde sich dann hier schön zwischen die Brüste reinsetzen. Das wäre wunderbar gehighlightet, hier wäre es schön hell. Und da sieht man natürlich total sofort drauf und sagt so, oho, jaho, Brust, ja. Also das ist halt auch so eine Methode, die ihr dann halt bei Contrast nicht lernt. Ja. Also es ist ein schwieriges Thema. Manche sind ganz begeistert, manche hassen es wie die Pest. Ich finde halt, man muss halt sehen, Contrast ist halt ein Werkzeug. Das kann halt das, was es kann. Es ist halt nicht das Allheilmittel. Wenn ihr irgendwie Baseflächen habt, dann könnt ihr damit auch erstmal reingehen. Ich habe jetzt auch viel gehört, viele machen Fell damit. Also das ist jetzt kein Contrast-Fell, aber dass sie halt Fell machen. Wenn ihr da genug Struktur habt, ist das auch in Ordnung. Wobei ich zu Fell nochmal kurz sagen muss, also hier ist der jetzt sehr einfarbig, aber Fell hat normalerweise natürlich auch ein paar mehr Farben. Das ist dann ein bisschen interessanter, wenn dann da der Rand ein bisschen weiß ist und dann grauer wird und oben ein bisschen dunkler. Aber das nur kurz dahin gesagt, also für Fell soll es wohl auch ganz gut sein. Und sonst so als erster Basecoat für bestimmte Flächen könnt ihr es auch nehmen. Aber lernt von Marcel. Der war wirklich verzweifelt am Wochenende. Und bitte nicht eure Center-Figuren
mit großen Flächen irgendwie bemalen, weil da macht ihr euch nur unglücklich mit. So, jetzt haben wir schon wieder 15 Minuten über Contrast geredet. Meine Güte, dann bis demnächst.